Ja, vielen Dank schon für die spannende Einleitung. Ich freue mich schon auf die Diskussion. Aber trotzdem möchte ich jetzt auch noch ein paar Worte sagen. Also erstmal herzlich willkommen auch von der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums. Also ein paar Worte aus der Hanse-Geschichte sozusagen. Und ich möchte damit anfangen, dass Wachstum ja heute zunehmend eben sorgenvolle Gesichter nun auch inzwischen verursacht. Von der Postwachstumsgesellschaft hört man überall, fortgesetztes Wachstum kann eben vielleicht nicht der Weg in die Zukunft sein. Wohlstand muss auch ohne Wachstum möglich sein. Und bevor ich eben zu den Diskutanten des heutigen Abends das Wort dazu überlassen will, möchte ich aber ein paar Worte doch zu den Anfängen des Wachstums sagen. Also wie sind wir überhaupt hierher gekommen? Und das meint jetzt nicht natürlich unseren Vortragssaal, beziehungsweise den auch, aber eben auch in dieses 21. Jahrhundert, wo wir Wachstum in Frage stellen. In der wirtschaftshistorischen Forschung, die mit der langfristigen Entwicklung europäischer Gesellschaften zwischen dem 11. und dem 19. Jahrhundert befasst ist, ist vormodernes Wirtschaftswachstum etwas Gutes. Wachstum ist der Ausbruch aus einer krisengebeutelten Vormoderne. Wachstum ist tatsächlich das Aushängeschild der Moderne. Die Ausgangssituation in Mittelalter und früher Neuzeit war dabei gekennzeichnet von immer wieder unterbrochenen Wachstumsphasen. Immer wieder geraten Europas Gesellschaften an ihre Grenzen, wie sie es vielleicht jetzt global auch wieder tun. In der Vormoderne können wir zwar wiederholt Phasen des Wachstums beobachten, in denen Bevölkerung zunahm, Städte wuchsen, Handel und Gewerbe aufblühten. Diese Phasen, etwa beobachtbar für Song China oder Italien im 15. Jahrhundert, sind jedoch nicht von Dauer. Bevölkerungsdruck im Zusammenspiel mit Ressourcenknappheit führen schließlich zu sinkendem Lebensstandard und zu Krisen, zu Hungersnöten und Epidemien. Vor der Industrialisierung konnte die Produktivität nicht in einem Maße gesteigert werden, um mit einer wachsenden Bevölkerung mitzuhalten oder ihr gar ein bleibendes oder sogar wachsenden Wohlstand zu sichern. Die Wirtschaftsgeschichte der Vormoderne ist also gekennzeichnet durch die Grenzen des Wachstums. Wann und wo fing aber die Geschichte modernen Wachstums an? Wie gelang es vormodernen Gesellschaften, die Grenzen von Wirtschaftswachstum zu überwinden? Diese Fragen werden weiterhin in der Forschung heiß diskutiert. Einig ist man sich über Zeitpunkt und Ursachen modernen Wirtschaftswachstums noch lange nicht. Vorherrschend ist aber die Ansicht, dass mit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts modernes Wirtschaftswachstum in Europa einsetzt. Zu keinem Zeitpunkt zuvor, vor 1780, so der derzeitige Stand, erlebte ein Land langfristig sowohl signifikantes Bevölkerungswachstum als auch ein signifikantes Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens. Mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert soll es Europa dann gelungen sein, aus den Zyklen von wirtschaftlichem Aufblühen mit folgendem Abflauen auszubrechen, wie es für die Jahrhunderte zuvor charakteristisch war. Die Geschichte des Wachstums wird dabei als eine europäische Erfolgsgeschichte erzählt, bezeichnet als Great Divergence, als große Divergenz. Bis um 1800 zeigen etwa Europa und China sehr ähnliche Entwicklungsmuster. Nun aber setzte sich Europa mit seinem Wirtschaftswachstum vom Rest der Welt ab und begann den langen Aufstieg des Westens. Die Anfänge dieser Entwicklungen werden allerdings bis ins Mittelalter zurückverfolgt. Die lange Vorgeschichte der Moderne reicht bis zu dem Aufblühen von Städten wie Lübeck zurück und gründet auf der zunehmenden Vernetzung der Märkte und Wirtschaftsregionen. In dieser Vorgeschichte spielt, das muss ich hier erwähnen, auch die Hanse eine wichtige Rolle. Einige Forscher sehen die Anfänge modernen Wirtschaftswachstums dann auch bereits im 16. Jahrhundert. Holland und England sollen hier die Protagonisten einer solchen Little Divergence sein, die erst mit erheblicher Verzögerung auf den Rest Europas ausgreifen sollte. Eine solche frühere Sonderentwicklung Nordwesteuropas bleibt allerdings umstritten. In Anbetracht der zeitaufwendigen Konstruktion von Daten zum vormodernen Bruttoinlandsprodukt und zu der Entwicklung von Lebensstandard über die Jahrhunderte hinweg für Europa und den Rest der Welt werden sich die offenen Fragen kaum in Kürze klären lassen. Wirtschaftsgeschichte braucht Zeit. Wirtschaftshistorische Untersuchungen sind allerdings nicht nur fleißige Fingerübungen, sondern die Zeit ist meines Erachtens gut investiert. Hoffen wir doch, der Frage näher zu kommen, warum sich eine Region anders entwickelt als eine andere. Wie funktioniert Wachstum langfristig? In der laufenden Forschung wurden bereits eine Vielzahl von Faktoren diskutiert, die ausschlaggebend dafür waren, die Grenzen des Wachstums zu überkommen.
um nur einige wenige hier zu nennen, die Liste ist tatsächlich sehr lang, etwa Webers protestantische Ethik beziehungsweise überhaupt kulturelle Faktoren, die etwa zu einem größeren Arbeitsfleiß geführt haben sollen. Dann natürlich auch technische Innovationen mit weitreichenden Folgen für Landwirtschaft und Gewerbeproduktion. Zuletzt vor allem Institutionen, die wirtschaftliche Effizienz beförderten, etwa da sie Privateigentum schützten oder die Mobilität von Kapital und Informationsfluss beförderten. In diesem Jahr hätte etwa die Wirtschaftshistorikerin McCluskey die Bedeutung von menschlichem Erfindungsreichtum für Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung hervorgehoben. Von den Anfängen des modernen Wachstums haben wir uns heute weit entfernt. Die Forschungen zu den Dynamiken von Wachstum sind insgesamt noch jung. Vielleicht aber liefern sie uns in Zukunft auch wertvolle Einsichten für das Gleichgewicht von Mensch, Ressource und Wachstum. Für heute verlassen wir nun die Wirtschaftsgeschichte und wenden uns der gegenwärtigen Diskussion um die Grenzen des Wachstums zu. Wie kann und soll es weitergehen, ist eine Frage, die viele von Ihnen heute Abend hierher geführt hat. Und es ist auch eine Frage, die sich der Club of Rome bereits seit nunmehr einem halben Jahrhundert stellt. Damit übergebe ich an Christian Berg und wünsche uns eine angeregte und anregende Diskussion. Die politischen Zielvorgaben werden seit langem verfehlt. Die Bundesregierung hatte sich 2002 Ziele gesetzt, was den Nitratüberschuss in der Landwirtschaft angeht, was die Flächenversiegelung angeht. Natürlich auch bekannt die Klimaemissionen, die Treibhausgasemissionen. Viele dieser Ziele sind abgemeldet, zum Teil ohne darüber groß Aufhebens zu machen, nachzulesen, zum Beispiel im aktuellen in der Nachhaltigkeitsbericht der Bundesregierung zur Nachhaltigkeitsstrategie. Da werden dann einfach mal die Zielvorgaben um 10 Jahre nach hinten versetzt, weil man es bis zu dem vorgegebenen Zeitraum nicht geschafft hat. Wir reden seit 3 Jahren über Dieselgate, passiert ist fast nichts. Aber es wird dann hektisch im Wahlkampfmodus plötzlich das Bundesemissionsschutzgesetz geändert, sozusagen saubere Luft per Dekret, um Fahrverbote zu vermeiden. Und die Automobilindustrie, sie schlägt allen Ernstes vor, dass man doch neue Autos kaufen soll, da man dann ja sauberer fahren würde. Betrug als Umsatzturbo. Diese Chuzpe muss man erst einmal aufbringen. Dabei folgt dieser Vorschlag eigentlich genau der Wachstumslogik. Wenn wir nur neue Technik kaufen, dann wird alles besser. Die Diskussion über Wachstum hat seit dem ersten Bericht an den Club of Rome 1972 nicht aufgehört. Der Club of Rome ist ja, wie schon angeklungen, in diesem Jahr 50 geworden und berühmt geworden durch diese Studie am MIT, am Massachusetts Institute of Technology, die übrigens ja von der Volkswagen Stiftung mit 1 Million Mark, was damals sehr viel Geld war, finanziert wurde und die verschiedene Parameter in ein Weltmodell von Forrester gebracht hat und damit Computersimulationen über die zukünftige Entwicklung der Menschheit angestrebt hat. Es ist nicht so, dass es Prognosen waren, sondern es waren Szenarien. Und ich will das jetzt nicht im Einzelnen erläutern, aber es ging zum Beispiel um die Frage der Industrieproduktion, um die Bevölkerungszahl, um die Umweltverschmutzung, um Hunger, Zerstörung von Lebensraum. Und die Quintessenz, die eigentlich auch niemanden überraschen kann, war der Titel des dann sehr berühmt gewordenen Buches »Es gibt Grenzen des Wachstums«. Kenneth Boulding, ein bekannter, renommierter Ökonom, 1993, glaube ich, gestorben, sagte mal, jeder, der glaubt, dass es in einer endlichen Welt auf ewig exponentielles Wachstum geben kann, ist entweder verrückt oder ein Ökonom. Er war selbst Ökonom. Inzwischen gibt es Degrowth-Bewegungen, Frau Dr. Huang hat es angekündigt. Ralf Fuchs spricht von intelligentem Wachstum. Tim Jackson, ebenfalls Club of Rome-Mitglied, von Wohlstand ohne Wachstum oder Nico Pech von Befreiung vom Überfluss. Aber ist diese Wachstumskritik nicht vielleicht wohlfeil? Denn wie vorhin schon gesagt, uns geht es ja gut. Es kostet relativ wenig, wenn man das Wachstum kritisiert, solange man nicht sein Leben ändern muss. Brauchen wir vielleicht umgekehrt ein Umdenken, weil uns der Wachstumswahn auf Kosten der Umwelt, auf Kosten der Zukunft, auf Kosten vielleicht auch anderer Menschen stattfindet?
Stefan Lessenich spricht in seinem Buch von der Sache Neben uns die Sintflut. Ein schöner Titel. Wir sourcen ständig Kosten aus. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend zwei Experten zu Gast haben, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen und auf dieses Thema Wachstum mit uns blicken werden, die mutmaßlich an der einen oder anderen Stelle auch unterschiedlicher Meinung sein werden. Das wird sicherlich das Gespräch befruchten. Unser erster Gast hat sich in ganz verschiedenen Zusammenhängen mit dem Thema Wachstum beschäftigt. Er war unter anderem zunächst Professor für Biologie, später Präsident der Universität Kassel, dann Gründungspräsident des berühmten Wuppertal-Instituts für Klima, Energie und Umwelt, von 1998 bis 2005 Mitglied im Deutschen Bundestag für die SPD-Fraktion und bis vor einer Woche, das stand noch in der Ankündigung, Club of Rome Co-Präsident, seit einer Woche Ehrenpräsident. Das war zu dem Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht absehbar. Bitte begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker. Einen ganz anderen Blick auf Wachstum wirft unser zweiter Gast heute Abend, der einer der wenigen ist, der über Finanzmärkte nicht nur theoretisch, sondern auch mit Praxiserfahrung berichten kann. Der unter anderem Finanzmarktanalyst bei Morgan Stanley war, die bis kurz vorher Investmentbank war, später zuständig für die Strategie der gedeckten Schuldverschreibung, Covered Bond Strategy. Heute ist er Professor für Betriebswirtschaftslehre an der TH Lübeck mit Schwerpunkt internationale Kapitalmärkte. Begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Lev Dirks. Ernst, an dich die erste Frage. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, wir kennen uns schon lange, unter anderem aus dem Club of Rome. Insofern ist meine Rolle als Moderator heute etwas schwierig, weil ich nicht ganz unvoreingenommen bin. Ich werde aber versuchen, möglichst neutral zu moderieren. Es ist sicherlich nicht die erste Diskussion und auch sicher nicht die letzte zu den Grenzen des Wachstums für dich. Die Resonanz ist ungebrochen. Wir waren vor einigen Monaten zusammen bei der Volkswagen Stiftung und Herr Dr. Kohl sagte, er hätte das noch nie erlebt, dass es so viel Resonanz gab. Eine Stunde vorher waren noch 200 Leute draußen, die nicht reinkamen. Heute haben wir eine ähnliche Situation. Wie erklärst du dir dieses große Interesse? Gute Frage, aber vorher will ich schnell auf Sie eingehen, Frau Dr. Sternfeld. Sie haben sehr nett, sehr vernünftig die jungen Leute begrüßt. Und dazu fiel mir ein Einstein-Zitat an, als er schon älter war und nur noch Englisch sprach. The most aggravating thing about the younger generation is that I no longer belong to them. Also das ist ja auch mein Schicksal. Also der Vorteil davon ist, dass ich die heiße Diskussion um die Grenzen des Wachstums schon als Erwachsener miterlebt habe, vor 50 Jahren. Also das war eine Riesendiskussion und du hast ja schon angedeutet, da waren auch einige Sachen ein bisschen faul. Also zum Beispiel über die mineralischen Ressourcen hatten die damals als Vorrat angenommen, das, was man damals mit ökonomischem Gewinn abbauen konnte. Aber inzwischen hat man so viel exploriert und flüssig gemacht, dass man inzwischen, also während der gesamten 1980er Jahre, eine gigantische Ressourcenschwemme hatte. Das war einfach mit falschen Voraussetzungen, mit einem hochproblematischen mathematischen Modell, eine ziemlich falsche Aussage produziert hat. Was auch natürlich die Kritik der Ökonomen provoziert hat, die gesagt haben, ihr habt sozusagen die Elastizität des Marktes nicht berücksichtigt. Ja. Zu Recht, die Kritik. Meine Eingangsfrage war tatsächlich ein bisschen persönlicher noch gemeint, wenn ich da nochmal insistieren dürfte. Wie kommt das? Warum sind die Leute alle interessiert? Es war nach den... Heute. Heute Abend. Heute, ja. Ich würde denken, es ist eine Art von Umlenkung der Sorge vor Flüchtlingen und was es so alles gibt, in eine Richtung, die nicht ganz so brisant ist. Das ist keine gute Antwort, aber
Teil der Antwort. Wir können ja vielleicht Ihnen, Herr Professor Dirks, nochmal die Chance geben. Sie haben, wie erklären Sie sich das? Ich glaube, Sie haben auch ordentlich Werbung gemacht bei Ihren Studierenden. Aber es sind nicht alle Studierenden, wenn ich das mit Verlaub sagen darf. Wie erklären Sie sich das große Interesse? Ist das so, dass die Leute sagen, ich wollte jetzt immer schon mal hören, wie diese Diskussion ausgeht, oder dass sie vielleicht das Gespür haben, irgendwas stimmt da nicht an dem System? Wir hatten unter anderem durch Unterstützung des Deutschen Club of Rome gerade den Film System Error von Florian Opitz in den deutschen Kinos mit begleitet, wo auch Tim Jackson sehr häufig und prominent zu Wort kommt. Und auch dort haben wir eine sehr große Resonanz gemerkt. Da geht es darum, dass mit diesem System irgendwas nicht stimmt. Kann das vielleicht auch der Grund sein? Möglichkeit 1 wäre, dass das Fernsehprogramm heute Abend schwer enttäuschend ist. Aber soweit möchte ich mich nicht aus dem Fenster legen. Was Ihre Beobachtung anbelangt, dass wir viele Studierende hier haben, die teile ich. Ich habe es mir leicht gemacht und sagte, der Part von Herrn von Weizsäcker, der ist klausurrelevant und das füllt ihn ohne weiteres dann nach. Aber wenn Sie eine etwas ernsthaftere Antwort möchten, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier über Wachstum reden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir stattdessen nicht über Konsum reden und vielleicht in unserem tiefsten Inneren über die Furcht, dass wir unseren jetzigen Lebensstandard, wenn wir die Ressourcen denn nachhaltig nutzen wollen, so schlicht und ergreifend nicht weiterführen können. Das mag wehtun, wenn ich mir vor Augen führe, dass ich meinen Gürtel werde enger schnallen müssen. Es mag wehtun, wenn ich mir überlege, dass begrenzte Ressourcen auf eine höhere Zahl von Menschen, Sie hatten es gehört, 10 Milliarden bis 2050 zu verteilen sind. Und möglicherweise ist es diese Furcht, dass man sagt, was bedeutet Wachstum für meinen individuellen Konsum, dass ich hierher gehe und sage, vielleicht habe ich hier etwas, was mich aufrüttelt, was mich bewegt, was mich persönlich weiterbringt. Ja, Bernd, ich habe vor einigen Jahren bis vor einigen Jahren noch eine Großmutter gehabt, die 104 fast wurde. Und während ihrer Lebenszeit hat sich die Bevölkerung auf diesem Globus vervierfacht, der Ressourcenverbrauch verachtfacht und der Energieverbrauch verzehnfacht. Also können wir uns darauf verständigen, dass so falsch die Aussage der Grenzen des Wachstums nicht sein kann? Aus einer ökonomischen Perspektive pflichte ich Ihnen absolut bei. Ich will hier nicht in technische Details wie abnehmende Grenzerträge oder Ähnliches gehen. Nur dieses angesprochene exponentielle Wachstum, das wird so nichts taugen. Brauchen wir uns nicht lange drüber unterhalten. Konkret, ich bleibe bei diesem Aspekt, dass ich sage, natürlich brauchen wir Wachstum. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber dieses Wachstum brauchen wir, damit wir zunächst unseren Lebensstandard erst einmal halten können. Technisch hat das einige Bewandtnisse, wie gesagt, ich will hier nichts zu sehr abdriften. Aber jetzt zu sagen, ich gebe mich mit einem Nullwachstum zufrieden, ist nicht gleichbedeutend damit, dass ich sage, ich halte meinen Lebensstandard aufrecht. Ich brauche ein gewisses positives Wachstum. Dass es Grenzen gibt, gar keine Frage. Aber nochmal, sind Sie, fassen Sie sich an Ihre eigene Nase bitte, sind Sie bereit, Ihren eigenen Konsum einzuschränken, in der Erwartung, in der Hoffnung, dass es den nachfolgenden Generationen, also Altruismus, denn dann tatsächlich zumindest so gut geht wie uns heute? Ich glaube, das vielleicht als letzten Teil dieser Antwort, ich glaube, dass wir vielmehr eine Angst beobachten, dass die Generationen, welche jetzt heranwachsen, sich unter Umständen damit konfrontiert sehen, dass ihr Lebensstandard nicht mehr jenem der Vorgängergeneration entspricht. Das mag ein Teil einer Begründung für einen wiederaufkeimenden Populismus sein, es mag aber ganz sicherlich auch Teil einer Begründung pro Wachstum sein, nur nicht um jeden Preis. Das muss aber nicht so kommen. Die Idee, über die Tim Jackson und die ganzen anderen genannten Leute immer reden, geht davon aus, dass sich Wirtschaftswachstum nicht von Naturverbrauchswachstum abkoppeln ließe. Und das ist falsch. In einem Buch, was ich mit einem australischen Team zusammengeschrieben habe, mit dem Titel Faktor 5, weisen wir nach, dass in den Wirtschaftssektoren Industrie, Landwirtschaft, Verkehr und Gebäude eine Verfünffachung der Ressourcenproduktivität abholbar ist. Das heißt also, fünfmal so viel Wohlstandswachstum bei konstant bleibendem Naturverbrauch oder Halbierung des Naturverbrauchs und dann immerhin noch 2,5-mal so viel Wohlstand. Das heißt also, die Abkopplungsstrategie wird tendenziell verdrängt.
Sie hat bisher auch noch nicht stattgefunden, das ist das Problem. Die Strategie hat relativ, schon, aber das Ergebnis noch nicht. Sie hat relativ stattgefunden, aber nicht absolut. Richtig. Bisher gab es einen sehr ausgeprägten sogenannten Rebound-Effekt, der bedeutet, dass jedes Effizienzwachstum aufgefressen und übertroffen wird durch zusätzlichen Konsum. Und das ist ja auch politisch gewollt. Also es gibt dann etwas gescheitere Politiker, die wollen die Effizienz, damit man noch weiter wachsen kann. Es gibt auch etwas dümmere, die sagen, Wachstum sowieso zuerst und ob ihr da auch noch ein bisschen Effizienz dazu macht, das ist uns egal. Das Letztere ist zynisch. Herr Dirks, Sie haben in unserem Briefing gesagt und Sie haben mir auch ausdrücklich erlaubt, dass ich das zitieren dürfte, dass Sie bedauerten, dass das Wort Neoliberalismus zum Schimpfwort geworden ist. Können Sie uns erläutern, was Sie damit meinen und welche Aspekte des Neoliberalismus Sie jetzt, ohne zu technisch ökonomisch zu werden, welche Aspekte Sie besonders schützenswert halten? Das hatte ich wirklich zugesagt, ja? Ich meine, das zu erinnern. Ich habe es mitgeschrieben. Ich fürchte das, ja. Wenn Sie sich überlegen, wenn wir über wirtschaftliche Vorgänge reden, dann ist es nicht so, dass ich hier eine saubere Wissenschaft hätte, wie die Physik beispielsweise oder die Mathematik, wo ich ein eindeutiges Ergebnis habe. Was Sie hier heute vor sich sehen, wir haben unterschiedliche Meinungen, die per se ja nicht richtig oder falsch sind. Es hängt nur von der Interpretation der Tatsachen ab, beziehungsweise vielleicht auch der Fake News, aber das ist was völlig anderes. Wenn ich jetzt sage, ich bedauere, dass der Neoliberalismus zu einer Art Schimpfwort verkommen ist, dann, bitte nicht missverstehen, bedauere ich nicht, dass man sagt, extreme Ausprägungen wie eine Art Manchester-Kapitalismus beziehungsweise die komplette Deregulierung der Märkte in der Ära Thatcher oder Reagan, die letzten Endes zu dieser Allmacht des Finanzsektors in den 80er, 90er Jahren führte, das bedauere ich überhaupt nicht, da ist sicherlich einiges ineffizient, um nicht zu sagen verkehrt gelaufen. Nichtsdestotrotz, dieses komplette Credo jetzt, diese Denkschule an den Pranger zu stellen und zu sagen, die ist per se verkehrt, das bedauere ich zutiefst, denn nichtsdestotrotz ist die Mehrzahl der Lehrbücher, mit welchen wir uns heute auseinandersetzen und damit vom Prinzip die Ausbildung vor herangegangener Generationen just auf diese Denkschulen zurückzuführen. Und die jetzt im Nachhinein zu verdammen und zu sagen, ist alles falsch, keiner von Ihnen hat die Krise kommen sehen, da machen wir es uns ein bisschen leicht, denke ich. Vielleicht müssen wir stattdessen einen Schritt weitergehen und bevor wir den Neoliberalismus verdammen, zu sagen, wie können wir denn diese Modelle dahingehend weiterentwickeln, dass wir uns in Zukunft besser positionieren können. Wir verdammen nicht den Neoliberalismus. In unserem neuen Buch, das heißt auf Englisch Come On, die deutsche Fassung heißt Wir sind dran, auch schillernd gemeint, da gehen wir der historischen Entwicklung der letzten 30 Jahre nach. Es ist zwar richtig, dass unter Reagan und Thatcher das in USA und England schon früh eingetreten ist, aber als Weltphänomen ist es eindeutig nach 1990 eingetreten. Und als ich im Bundestag Vorsitzender der Enquete-Kommission Globalisierung war, sind wir genau diesem Phänomen nachgegangen. Meine erste Tat war, an die Frankfurter Allgemeine zu schreiben, mir bitte mitzuteilen, wie häufig das Wort Globalisierung in ihrem geschätzten Blatt aufgetaucht ist. Und die Folge war eine Grafik, die haben wir ganz professionell geschickt. Das fing an nach 1990. Vorher gab es das Wort Globalisierung nicht in der deutschen Sprache. Ja? Und dann sind wir der Sache nachgegangen und haben gefragt, wieso? Vorher gab es doch auch schon Tourismus und Telefone international und die Erde war schon rund und so. Warum plötzlich das? Und das Phänomen ist ganz eindeutig politischer Natur. Bis 1990 hatten wir den Ost-West-Konflikt und da war es massiv im Interesse des Kapitals, sich mit dem Staat zu arrangieren und vernünftig zu spielen. Und als der Kommunismus weg war, hatten sie das nicht mehr nötig. Der Staat war ja einfach das Bollwerk gegen den Kommunismus. Die hatten auch Kanonen und Flugzeuge, während das Kapital hat ja keine Kanonen und Flugzeuge. Das heißt, man... Au contraire. Der Staat hat sich mit dem Kapital arrangieren müssen. Der Staat hat doch nicht die Macht. Damals war das anders. Damals war das eindeutig anders. Als ich Juso-Vorsitzender in Freiburg war, habe ich mich zwar... Ja, sicher. Lange her. War es natürlich klar, dass ich mich für die
Entwicklung der deutschen Industrie und auch der Banken und so weiter interessiert habe. Aber die haben dem Staat nie reingeredet. Die haben nur gesagt, wir müssen gut verdienen. Das war alles. Und sie haben akzeptiert, zur Zeit von Eisenhower in Amerika war der Grenzsteuersatz der Einkommensteuer 90%. Ja? Das war eine Kampfansage gegen Kommunismus, um zu sagen, im Kapitalismus, in der freien Marktwirtschaft geht es auch den Armen besser und nicht nur den Reichen. Das war die Zeit vor 1990. Nach 1990 hat das Kapital durch verschiedene Wundertüten immer wieder erzählt, den Staat brauchen wir doch überhaupt nicht mehr. Das Kapital ist sowieso, also die Wirtschaft, die Freiheit, der Markt und so weiter, ist doch sowieso viel besser als der Staat. Wussten wir das nicht schon lange? Also eine unglaubliche Arroganz nach 1990, vorher nicht. Die waren schon vorher mächtig. Und das ist der Grund dafür, dass auf einmal das Volk eine Skepsis entwickelt hat gegenüber dieser Sorte von arrogantem Neoliberalismus. Das ist nicht der ihrige. Bin ich ja beruhigt. Hat denn der Neoliberalismus eine Chance, die ökologischen, sozialen Herausforderungen zu bewältigen, Herr Dierks? Prinzipiell ja, in dem Maße, in dem ich mir ökologische Faktoren wie jeden anderen Inputfaktor vorstelle und bewerten kann. Ich betrachte bei der Bepreisung eines Gutes die Ökologie, also die Umwelt, als einen der verschiedenen Inputfaktoren. Ob ich das jetzt auf Humankapital, ich weiß, schreckliches Wort, ob ich das auf beispielsweise andere Faktoren, wie sagen wir Kapital für die Produktion oder auf die Ökologie, sprich Umwelt, umlege, das ist gar kein Problem. Ich brauche nur die Bereitschaft dafür. Die erkenne ich in einigen Volkswirtschaften, indem man sagt, so wie wir es bisher gemacht haben, so wie wir bis heute gewirtschaftet haben, kann es nicht weitergehen. Nur mit Verlaub und in der Gefahr, dass ich mich hier angreifbar mache, ich habe vollstes Verständnis für jede Volkswirtschaft, die sagt, wir wären gerne dort, wo ihr heute seid. Ihr seid auf einem sehr hohen Niveau, da möchten wir hin. Und leider Gottes rede ich hier nicht über kleine Volkswirtschaften, die ein Zünglein an der Waage sind, sondern ich rede hier prinzipiell über Indien, ich rede über China. Und ich wage mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, stellen Sie sich mal vor, wenn die Damen und Herren dort jeden Tag ihr Stück Fleisch essen möchten, ihr eigenes Auto haben möchten oder so häufig im Flugzeug sitzen wie wir. Da kann ich, um es mal ganz böse zu sagen, so viele Plastiktüten sparen, wie ich möchte. Es wird keinen Unterschied mehr machen. Ich war vor kurzem in China zu einem Vortrag über die Nachhaltigkeitssituation in Deutschland und musste mir auch sehr kritische Fragen gefallen lassen, warum es in Deutschland so schleppend vorangeht. Stichwort Energiewende, Dieselgate, Nitratbelastung, CO2-Reduktion. In China selber, im jetzigen Fünfjahresplan, gibt es sehr ambitionierte Ziele, was die CO2-Reduktion angeht. Und das bringt natürlich die Frage, und man, wenn man guckt, was zum Beispiel in manchen Städten abgeht, in Shanghai, manche Stadtteile vor 20 Jahren noch gar nicht existent und heute alles voller Wolkenkratzer innerhalb von 20 Jahren, da wurden dann mal eben auch 1 Million Leute umgesiedelt, das ist natürlich in so einer Staatsform leichter möglich. Und da ist die Frage, Max Schön hat das vorhin schon angesprochen, wir brauchen, das auch in Rom diskutiert wurde, wir brauchen einen starken Staat. Ernst, die Frage an dich. Da kommt dann relativ schnell der Vorwurf der Ökodiktatur. Brauchen wir vielleicht stärkere Regulierung? Oder wo ist die Balance zwischen einer neoliberalen Marktwirtschaft und der Ökodiktatur, die wir ja vermutlich alle zumindest von dem Wort her nach hier nicht wollen? Bei der Podiumsdiskussion, die wir in Rom hatten, die du, glaube ich, mitgehört hast, hat ja Chandra Nair, ein Inder, der nicht in Indien lebt, aber aus der Gegend kommt, gesagt, aus ökologischen Gründen brauchen wir ein sehr viel autoritäreres Staatsverständnis. Er hat den Begriff vom starken Staat dort in die Diskussion eingeführt und ich habe ihm dann nicht widersprochen, sondern nur davor gewarnt, was du vorhin gesagt hast, dass
man einen starken Staat zwar braucht, aber den bitte nicht mit Nationalismus verwechseln dürfe. Denn das wäre ein großer Denkfehler. Man braucht den starken Staat, der auch Sachen ein Stück weit gegen die Mehrheitsmeinung im Volk durchsetzen können muss. Weil das Volk, haben schon die alten Lateiner gesagt, beschissen werden will. Ja? Also ich habe vor einiger Zeit mal eine Karikatur gesehen, nachdem Al Gore seinen Film An Inconvenient Truth in die Kinos gebracht hat. Und in der Karikatur war dann ein Kino, das zeigte An Inconvenient Truth und A Reassuring Lie, eine bequeme Lüge. Und wo sind die Leute hingegangen? Allesamt in die bequeme Lüge. Weil man mag die Wahrheit nicht so recht, wenn sie unangenehm ist. Und an der Stelle ist ein starker Staat vermutlich um künftiger Generationen willen erforderlich. Das sehe ich ein. Ich finde trotzdem, man muss erstmal alle Versuche machen, in einem freiheitlichen, toleranten Staat die richtigen Dinge trotzdem zu machen. Und das war meine Bemühung im letzten Vierteljahrhundert, staatliche Maßnahmen so zu dimensionieren, dass das Volk mitgehen kann. Und da ist es dann natürlich eine Kränkung für mich, wenn primitive Leute aus der Industrielobby auch das total ablehnen. Die wollen keine Änderung, sondern die wollen einfach mit Ellbogen. Und das ist eine selbstzerstörerische Haltung, die hängt natürlich zusammen mit den globalen Märkten. Es ist aber nicht nur die Industrielobby, wenn ich das mal kurz einwerfen darf. Ja. Wenn wir heute sehen, für den Hambacher Forst sind zehntausende Leute auf die Straße gegangen, also vielmehr gegen den Hambacher Forst, weil sie nämlich um ihre Arbeitsplätze fürchten. Und da, es ist ja nicht so, dass es nur das Volk gibt, sondern es gibt eben diverse Interessen im Volk. Und da braucht es vermutlich doch wohl eine klare Ansage der Politik, ja, die natürlich versucht, auch alle Leute mitzunehmen, aber die eben durchaus auch eine gewisse Strategie aufzeigt. Und das ist ja das, was häufig als fehlend beklagt wird in unserem Land. Herr Berg, lassen Sie mich kurz einhaken. So gut es klingt, Herr von Weizsäcker, gestatten Sie mir eine Frage. Was genau hat denn den Staat in den vergangenen Jahrzehnten genau daran gehindert, hier tätig zu werden? Was genau hat denn den Staat daran gehindert, ein Rahmenwerk auf die Beine zu bringen, welches uns ermöglicht, um nicht zu sagen, welches uns zwingt, vielleicht ökonomisch verantwortlicher zu agieren? Ich bin mir nicht sicher, ob eine weitere Regulierung der Märkte wirklich der Schritt nach vorne sein kann. Oder ob wir stattdessen nicht versuchen müssen, zwischen dem Nutzen des Einzelnen und dem Nutzen der Gesellschaft zu entscheiden und vielleicht ein bisschen mehr an die Eigenverantwortung appellieren. Da bin ich sehr dafür, selbstverständlich. Jedenfalls für das Appellieren. Ob es dann ankommt, ist eine andere Frage. Ich stelle einfach fest, dass nach 1990 die Kapitalrendite eine stärkere politische Macht ausgeübt hat als die Wählerinnen und Wähler. Was heißt natürlich, das war vor 1990 völlig anders. Und die Idee, the very idea of capitalism, dass das legitim sei, dass die Kapitalrendite sich gegen Staaten durchsetzen kann und dass die Wählerinnen und Wähler im Grunde Nebenschauplätze beachten sollen und bearbeiten sollen, halte ich für zynisch. Und diesen Teil des Neokapitalismus, nennen Sie es mal, oder der Finanzialisierung der Weltwirtschaft, halte ich für einen zivilisatorischen schweren Fehler, der korrigiert gehört. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ob das jetzt Neokapitalismus ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich stelle mir die Frage, ob wir nicht Richtung eines sogenannten Korporatismus unterwegs sind. Es ist schon lange nicht mehr
der Staat, das liegt lange hinter uns, ob es uns gefällt oder nicht. Es ist auch nicht mehr die Finanzindustrie, es sind mittlerweile einzelne Unternehmen, die diese Macht auf sich zu konzentrieren vermögen. Da ist was Richtiges dran, natürlich, gar keine Frage. Also wenn ich mir angucke, was Mark Zuckerberg verdient und solche Leute, die haben eine unglaubliche politische Macht inzwischen. Von dem gibt es das Zitat, half the way is not good enough. Er will die ganze Welt. Ja? Und es gab einen Spiegeltitel, wo also die fünf mächtigsten Finanzgurus als Kalifornien, als die Weltregierung karikiert wurden. Das war ein Spiegeltitel. Da ist was Richtiges dran und es ist absolut makaber. Ich hatte vor einiger Zeit Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der mit einigen Größen im Silicon Valley persönliches Gespräch hatte, unter anderem Zuckerberg. Und diese Person war erschrocken über die Despektierlichkeit, mit der auf Politik geschaut wurde. We dictate the rules of tomorrow, war die Ansage. Ja. Und dann wurde gefragt, the rules of tomorrow or for tomorrow? Both. Ja, ja, das gehört das zu war eine ganz klare Ansage gegen die Politik. Aber wir sehen natürlich, wie schwer das ist, auch international dieser Tage mit Aufkündigung multilateraler oder auch internationaler Abkommen, auch wenn jetzt Rüstungsabkommen bilateral war, aber Aufkündigen von Pariser Abkommen und vielem anderen, wie schwer das ist. Und gerade in der Finanzwirtschaft brauchen wir ja dringender als in jedem anderen Bereich der Wirtschaft, bräuchten wir globale Regeln, denn die Finanzwirtschaft ist ja wie keine andere globalisiert. Herr Dierks, was müsste man tun, was könnte man tun, um da etwas stärkere Kontrolle reinzubringen? Da fragen Sie den Falschen, Herr Berg. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das möchte. Aber ich verstehe die Notwendigkeit. Sie erinnern sich sicherlich an den ehemaligen Chef, den CEO von Goldman Sachs. Der hatte das auf die Spitze getrieben, als er sagte, völlig verwundert ob der Nachfrage, but we are just doing God's work. Also, so viel zum Selbstverständnis der Finanzindustrie. Solange einzelne Staaten einzelnen Häusern Schlupflöcher bieten, werden diese viel Zeit und Energie darauf verwenden, die nach Möglichkeit auszunutzen. Kann man denen das vorwerfen? Das weiß ich nicht. Sie müssten also sicherstellen, dass wir ein sogenanntes Level Playing Field haben. Das heißt, dass wir Regeln haben, die weltweit für alle Spieler gelten. Nur in dem Maße, in dem ich so eine Art Race to the Bottom habe und sich Nationalstaaten in niedrigeren Steuersätzen noch und nöcher unterbieten, in der Hoffnung, dadurch Finanzunternehmen anzulocken. Bestes Beispiel, Paris gegenüber Frankfurt. Und ich rede hier nicht über irgendwelche vermeintlichen Bananenrepubliken, sehe ich hier einfach schwarz. Die Gier darauf, dass diese Unternehmen Frankfurt als Hauptsitz nennen, statt Paris, statt Dublin, statt London, die ist einfach so groß, dass man versucht, ihnen entgegenzukommen. Ich möchte nicht ins Technische gehen, aber solange ich unterschiedliche Eigenkapitalanforderungen habe oder vielleicht etwas plastischer, solange ich einfach unterschiedliche Steuern habe, werde ich mich mit meinem Firmensitz immer für den für mich günstigsten Standort entscheiden. Und denken Sie bitte dran, ich rede hier nicht über irgendwelche Riesenhochhäuser als Hauptsitz, da reicht vom Prinzip her der Briefkasten. Und der ist, wie Kapital generell, sehr mobil, heute hier, morgen dort. Das heißt, solange es Ihnen nicht gelingt, mit einer einheitlichen Stimme dieses Level Playing Field zu erreichen, was notwendig wäre, solange Sie nur versuchen, auf Kleinstaaterebene vielleicht etwas größer Währungsunion zu argumentieren, ist das zum Scheitern verurteilt. Das bleibt wishful thinking. Aber ist es nicht eine Illusion zu meinen, dass man durch Regulierung global wirklich einheitliche Standards erreichen könnte? Selbst wenn man alle Player an einem Tisch hätte. Ich sage mal, warum wir holländische Tomaten in Westafrika haben, das liegt nicht an fehlender Regulierung, sondern das liegt schlicht daran, dass die europäischen Bauern einfach Produktivitätsvorteile haben gegenüber den afrikanischen. Und in dieser Weise muss man doch zur Kenntnis nehmen, dass in einem System, wo alle auf Konkurrenz getrimmt sind, was ja letztlich ein marktwirtschaftliches Prinzip ist, es immer Verlierer geben wird.
Ja, und ich denke jetzt an die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, der sagt, warum ist die ganze Wirtschaft auf Konkurrenz ausgebaut? Es hat mal ein Ökonomie-Nobelpreisträger gesagt, dass der Wettbewerb die effizienteste Methode ist, Mittel zu allokieren, aber es wäre nie bewiesen worden. Ich kann das selber nicht nachprüfen, ich kann das nur zitieren. Und Christian Felber sagt, von glauben 390 Metastudien, von einer Metastudie über 390 Studien, wären 87% zu dem Ergebnis gekommen, dass Kooperation die viel effizientere Möglichkeit ist, Mittel zu allokieren. Ja? Also die Frage ist sozusagen grundsätzlich, ob nicht vielleicht an dem ganzen System was falsch ist. Das sind jetzt schwere Geschütze, die Sie auffahren, diese Grundsatzdebatte. Sicherlich, wenn ich im Rahmen der Wohlfahrtsökonomik unterwegs bin, kann ich immer Beweise führen, die darauf hindeuten, dass kooperatives Verhalten wohlfahrtsmehrend ist. Nur, und jetzt sind wir eine Ebene weiter, eigentlich müssten wir jetzt über unser Verhalten reden, also über Spieltheorie. Weil warum genau sollte ich denn mit Ihnen kooperieren? Das tue ich doch nur unter der Annahme, dass Sie auch mit mir kooperieren. Weil wenn ich mich Ihnen gegenüber öffne, Sie das aber schamlos ausnutzen und sagen, vielen Dank auch dafür, jetzt habe ich den ganzen Markt, dann werde ich das ja nie wieder tun. So, und das bringt mich zu dem, was ich eingangs bereits sagte, und da bin ich ganz auf Ihrer Linie. Die Modelle, die wir momentan haben, und ich möchte mich hier nicht im Elfenbeinturm verstecken, aber die Modelle, die wir haben, die sind einfach nicht aussagekräftig genug oder anders ausgedrückt, die sind einfach nicht gut genug, um die Realität so abzubilden, wie sie ist. Wir treffen pausenlos Annahmen, die derart einschränkend sind, dass wir zu Aussagen gelangen, die de facto nicht richtig sind. Wenn ich die Zeit etwas zurückdrehe, und damit wären wir dann bei dieser Deregulierungsfrage, dann gibt es ja zwei Sichtweisen, dass ich sage, 2009, also vor 10 Jahren im Herbst 2008, der Kollaps von Lehman Brothers, der geschah infolge dieser Deregulierung der Märkte. Da hatte sich eine Blase aufgebaut, die darauf zurückzuführen war, dass die Bankenwelt dereguliert war. Die Selbstheilungskräfte des Marktes haben versagt. Nur, was, wenn ich die Perspektive drehe und sage, der Markt war derart überreguliert, dass die Selbstheilungskräfte des Marktes sich gar nicht frei entfalten konnten. Und infolgedessen kam es zu Fehlallokationen, die dann letzten Endes mit voller Wucht aufbrachen. So, two sides of a coin, können wir gerne drüber sprechen, aber ich verwahre mich vor diesem Gedanken zu sagen, in dem Maße, in dem wir den Markt regulieren, können wir jede zukünftige Krise ad acta legen. Wir werden eine Krise bekommen, wir werden eine Rezession bekommen, ganz klar, gar keine Frage. Es geht nur noch darum, über welche Magnitude wir hier reden können. Ich bin ja kein Ökonom, aber ich habe gelernt, dass es zum Beispiel das Greater Fool Principle gibt. Und das heißt, ich bin dann erfolgreich, wenn ich immer noch einen Dummen finde, einen, der noch dümmer ist, der mir das noch abkauft. Ja? Und dann kann ich diverse Derivate verkaufen, solange immer noch einer noch dümmer ist und immer noch glaubt, dass es weiter wächst. Ich weiß nicht, ob das ein Problem der Überregulierung ist oder ob das nicht einfach ein Problem der fehlenden Regulierung oder vielleicht der falschen Motivation ist. Jetzt wissen Sie, wie ich auf diesem Podium gelandet bin, nicht wahr, meine Damen und Herren? Also, um das mal anschaulich darzustellen, als diese Subprime-Krise sich damals mit voller Macht den Weg bahnte, da gab es diese sehr böse Aussage, dass man sagte, die Kredite, die wir hier verpackt haben, also diese sogenannte Securitization, das Verbriefungsgeschäft, wo letzten Endes die Institute, vor allem in den USA, die die hergestellt haben, nicht mehr mal so genau wussten, was da drin war, da gab es immer noch einen Käufer für. Und zwar gerne in Düsseldorf. So, ich will hier keinen Namen nennen, aber die Institute, die mir hier einfallen, die gibt es alle nicht mehr, aus gutem Grunde. Sprich, Regulierung in allen Ehren, vielleicht ist es auch einfach der mangelhafte Sachverstand, kombiniert mit einer schier exorbitanten Gier, zu sagen, da möchte ich auch mitmachen, diese letzten Basis- oder Prozentpunkte, die möchte ich auch verdienen. Sie haben absolut recht, Herr Dierks, dass es Markt-Selbstregulierungs- und Heilungsmechanismen geben kann. Und es gibt sie auch manchmal. Ich habe ein Jahr nach dieser großen Krise den Vorzug gehabt, mal mit Herrn von Bomhard zu reden. Der war damals der Chef der Münchner Rück. Und habe ihn gefragt, wie haben Sie eigentlich diese Finanzkrise überdauert? Dann sagte er, ach wissen Sie, Herr von Merzecker, wir sind ein Versicherungsunternehmen, wir verstehen was von Risiko.
Ich habe meine Risikoexperten gebeten, mir abzuschätzen, wie das Risiko dieser Derivate, der Credit Default Swaps und so weiter ist. Und nach einer Woche kamen die zu mir und sagten, von Baumhardt, wir sind nicht in der Lage, das zu quantifizieren. Und dann hat er gesagt, klare unternehmerische Entscheidung, da gehen wir nicht rein. Während der größte Konkurrent, die Swiss Re, hat den ganzen Quatsch mitgemacht, aus genau von den von Ihnen skizzierten psychologischen Gründen, die letzten Renditepunkte auch noch mit abzukassieren. Und die haben viele Milliarden verloren, auch die Deutsche Bank und ich meine AIG noch viel mehr. Der war ja eine Zeit lang der größte Versicherungskonzern der Welt und nachher war er kaputt, weil die alle eben, wie Sie ganz richtig dargestellt haben, gierig waren und nicht vernünftig. Das ist schon richtig. Aber die Frage von Christian Berg war anders gefragt. Das war nicht, könnte es denn Selbstheilungskräfte geben, sondern gab es sie? Und die Antwort ist nein. Die Finanzwelt der Welt war besoffen und hat die größte Finanzkrise seit 1929 selber produziert. Und dann hat Obama zwei Dinge gemacht. Das eine geht in ihre Richtung, nämlich die kaputten Finanzriesen wieder einigermaßen mit Staatsgeldern versorgt. Und das andere war eine Antwort auf die Frage von Christian Berg, kann man da nicht international was machen? Und er hat in Pittsburgh den G20-Gipfel eingerichtet, damit man eine inhaltliche, internationale Einigung auf Regulierung, Re-Regulierung der Finanzmärkte hinkriegt. Das haben dann nur andere sabotiert. Nicht zuletzt die Briten und noch ein paar andere. Ich meine, die Briten, die haben erstens in der EU ständig sabotiert, dass man sich mal auf eine gemeinsame Finanzpolitik einigen kann. Und zweitens haben sie richtig satt verdient mit den Kanalinseln, mit den Kaimaninseln, also so etwas. Das ist viel mehr London gewesen als New York. Und wir Europäer haben da immer nur staunend davor gestanden, wieso also die Europäer diesen Quatsch machen. Sie können doch nicht von einer Volkswirtschaft, in der der Finanzsektor 10% der Wertschöpfung des Bruttoinlandsproduktes ausmacht, erwarten, dass die selber sagen, bis hierher war super, aber jetzt beschränken wir uns ein bisschen. Ja, es ist ja nicht eine Beschränkung per se, sondern es ist im Wesentlichen eine Gesundungsstrategie, von der die Politiker, die das entscheiden, nicht profitieren werden, sondern die nachfolgenden Generationen. Genau. Und dieses muss man als Bewusstsein in unsere Zivilisation bringen. Besteht denn eine Chance? Die Briten haben sich ja unter anderem gegen die Einführung der Finanztransaktionssteuer gewendet. Absolut. Ist denn hier auf dem Podium, gibt es da eine Meinung, ob das möglicherweise nach einem Brexit erneut Chance hätte, umgesetzt zu werden? Macron hat sich meines Wissens auch grundsätzlich dafür ausgesprochen. Es gibt ja in der EU eine Coalition of the Willing, genau dieses zu machen, und die machen es ja auch in sehr kleinem Umfang und ohne großen Einfluss auf die Finanzwelt. Wobei ein Teil der Tragödie mit der Finanztransaktionssteuer ist, dass die Leute, die sie aktiv gewollt haben, Zielsetzungen hatten, die utopisch waren. Nämlich damit dann auf einmal all die Dinge zu finanzieren, die man sonst nicht finanziert kriegt. Und dann brauchte man eine hohe Finanztransaktionssteuer. Die aber öffnet die Türe für diejenigen, die nicht mitmachen. Und deswegen brauchte man dann eine totale globale Harmonisierung, und die ist natürlich nicht durchsetzbar. Mhm. Während das, was James Tobin vorgeschlagen hat vor 40 Jahren, war eine Finanztransaktionssteuer minimaler Natur. Und das war sehr gescheit, denn dann ist auf einmal
das Rumrauschen mit Lichtgeschwindigkeit von Multimilliarden von Dollar plötzlich teuer. Heute ist es total grotesk billig und wird deswegen ohne Ende gemacht. Dagegen, wenn man diese Differenzierung macht zwischen das Handeln des ehrbaren Kaufmanns und das Handeln der Finanzgauner, das ist die minimale Tobin-Steuer. Das ist gute Politik. Und das hat man törichterweise bisher noch nie hingekriegt. Physikalisch würde man sagen, man muss einen Reibungsparameter in das System einführen, absolut, damit es nicht ständig zu positiven Rückkopplungen kommt. Also ich habe in jungen Jahren biologische Kybernetik gelernt und weiß ganz genau, dass ein System, in welchem immer der Schnellste gewinnt, ein Selbstmordsystem ist. Und das ist die heutige Wirtschaft. Die ist so eingerichtet, dass immer der Schnellste gewinnen muss. Und da finden sie sogar noch stolz darauf. Die können keine Kybernetik. Die verstehen nicht, dass das ein Systemmord ist. Herr Dierks, jetzt ist ja nicht alles, was an den Finanzmärkten passiert, Spekulation. Vieles ist ja auch Hedging, sozusagen ein Managen von Risiken. Trotzdem, ich habe früher mal gelernt, ich glaube, das war sogar aus eurem Abschlussbericht der Enquete-Kommission, dass 80% der Devisentransaktionen weltweit innerhalb von einer Woche retourniert werden und 40% innerhalb von 2 Tagen. Das ist eine ganz erhebliche Menge. Und meine Frage jetzt an Sie als Experten, ist das wirklich nur noch Hedging oder ist das nicht auch jede Menge Spekulation? Ich möchte zunächst festhalten, dass wir bei Morgan Stanley alles ehrbare Kaufleute waren. Wir waren keine Finanzgauner. Bekommen Sie noch eine Pension, oder? Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde dieses Argument des Hedging ganz getrost, ganz weit in den Hintergrund rücken. Hedging ist nichts anderes als das Absichern von risikotragenden Geschäften. Beispielsweise, und ich bitte die Studierenden kurz wegzuhören, sie sind dessen sicherlich überdrüssig, in Italien braut sich gerade was zusammen. Das heißt, wenn Sie italienische Staatsanleihen haben, dann wären Sie gut beraten, sich momentan zu überlegen, was Sie vielleicht dazu kaufen können, um dieses Risiko ein bisschen zu mindern. Das ist ein Teil. Das ist das klassische Hedging-Geschäft. Das machen Sie auch, wenn Sie Aktien kaufen, idealerweise. Oder mal laienhaft ausgedrückt, wenn Sie einen Aktienfonds kaufen, dann ist das für Sie bereits geschehen. Das Risiko wurde diversifiziert. Was wir an den Märkten beobachten und insbesondere das, was von den Algorithmen erledigt wird, weil dieser klassische Händler, der früher an der Börse stand oder vor seinen Monitoren saß, den gibt es ja so gar nicht mehr. Ja? Wir haben riesige Serverfarmen gehabt, die waren viel besser als jeder Mensch. Was wir hier machen ist, wir versuchen der 4., 5., 6. Nachkommastelle hinterher zu rennen. Es gibt irgendwo eine kleine Asymmetrie im Markt, die wird sofort innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, nicht von 2 Tagen oder einer Woche ausgenutzt. Und das, und da bin ich absolut d'accord, wenn man sagt, da müssten wir vielleicht mal ran, führt zu einer Volatilität, die in diesem System ist, die letzten Endes tatsächlich selbstzerstörerische Kräfte, so wie Sie das darstellten, aufweist. Das hat mit dem klassischen Bankgeschäft, mit dem klassischen Hedging nicht das Geringste zu tun. Und jetzt kommt das Schöne an dieser, ich will nicht sagen Anekdote, aber an dieser Herleitung. Wenn Sie den Banken jetzt auf die Finger klopfen und sagen, passt mal auf, dieser Eigenhandel, der ja genau das darstellt, das ist Geschichte, nicht? Das macht ja nicht weiter. Ihr habt ja gesehen, wo das hinführt. Dann werden die Banken zähneknirschend sagen, okay, wir sind reguliert, kommen wir nicht drum herum. So, und dann dauert es vielleicht eine Nacht, vielleicht 2. Und der ganze graue Kapitalmarkt, also jeder Hedgefonds, der was auf sich hält, übernimmt das Geschäft. Und das Schöne daran ist, die kriegen sie nicht reguliert. Die haben keine Banklizenzen, die wollen gar keine Banklizenzen. Warum denn auch? Dann könnten sie sich nicht mehr austoben. Und mittlerweile, wenn Sie Veröffentlichungen beispielsweise des Internationalen Währungsfonds anschauen, da heißt es nicht mehr, dass nur die Deutsche Bank, mit allem Respekt, eine Gefahr darstellt, sondern vor allem dieser graue Finanzmarkt, dieser nicht regulierte Teil des Finanzmarktes, am Ende des Tages just das Zünglein an der Waage sein kann. Also Hedging in allen Ehren, aber das ist nicht, was hier bildlich gesprochen den Kohlfett macht. Aber das ist ja so, als ob man Soldaten kontrollieren darf und Räuber nicht. Ja, oder Söldner nicht. Ja, aber das muss doch korrigiert werden. Also man sollte die Regulationsobjekte
nicht institutionell definieren, sondern von dem, was sie tun. Also auch die Grauen. Wir haben aber im ganz anderen Bereich in der Realwirtschaft ein ähnliches Problem. Ist vielleicht ein gewagter Sprung, aber im europäischen Emissionshandel haben wir auch weite Teile der Wirtschaft einfach ausgeschlossen. Die werden gar nicht berücksichtigt, der ganze Transportsektor, sodass nur 45% der Emissionen, die überhaupt entstehen, unter den Emissionshandel fallen. Könnte man auch sagen. Wieder eine der Einflussnahmen der Briten. Die haben genau dieses verhindert. Die Deutschen wollten es, obwohl wir in Bezug auf Transportintensität den Briten nicht nachstehen, aber die Briten wollen bestimmte Regulierungen nicht. Insbesondere keine Steuerharmonisierung. Das ist für sie ein totales Tabu. Und das waren nicht die Luxemburger. Die sind ja viel mehr noch eine Finanzoase. Und trotzdem, da haben sie immer mitgemacht, die Luxemburger. Aber die Briten, nein, niet. Da wird die ja demnächst los sind, Herr von Walzack, da wird ja alles besser, oder? Also ich gebe zu, ich habe das schon ein paar Mal öffentlich gesagt, der einzige positive Teil, den ich an dem Brexit sehe, ist, dass die Briten nicht mehr in die europäische Finanzdiskussion so negativ eingreifen dürfen. Ich würde gerne noch... Noch was anderes sagen, zu dem einfach dem prozentualen Ausmaß des Spekulierens. Wir haben im Club of Rome einen belgischen Banker, er ist jetzt im Ruhestand, Bernard Littard, der hat uns vorgerechnet, dass von 100 Euro, die praktisch mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt sausen, 2 Euro für die Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen verwendet werden und 98 Euro rein spekulativ sind. Das ist die Größenrelation. Das kann nur schiefgehen. Ich möchte gleich noch eine Schlussfrage stellen, vorher noch an dich, Ernst, die Frage zur Regulierung. Es gibt ja auch, Regulierung hat ja immer das Problem, dass man nie so genau weiß, ob sie erfolgreich sein wird oder vielleicht, ob sie sogar die falschen Anreize setzt oder die falschen Dinge reguliert. Und ich denke da zum Beispiel an das Erneuerbare Energiengesetz, das ja auch unter Rot-Grün eingeführt wurde, das aber auch unter anderem die starke Verbreitung von energetischen Pflanzen gefördert hat, dass wir heute 12% der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland für Energiepflanzen haben. Und kürzlich hörte ich einen Münchner Ökologen, der insbesondere diese Förderung dafür verantwortlich machte, dass wir das größte Artensterben in Deutschland haben, nämlich das Insektensterben. Wie kann man auch zu viel regulieren oder wie geht man mit dieser Tatsache um? Man könnte auch an andere Dinge denken, wie Verbot der Glühlampe, ist das so sinnvoll gewesen? Gibt es da ein Learning, etwas, was man sozusagen für die Zukunft mitnehmen kann aus diesen Geschichten? Als Rot-Grün 1999 das Erneuerbare Energiengesetz formuliert hat, war die Landwirtschaft ein vollkommen vernachlässigbarer Teil davon. Und das war richtig. Und dann wurde Rot-Grün abgewählt und dann kamen die Schwarzen wieder mit an die Regierung und da ist die Agrarlobby viel stärker. Und dann haben die das Erneuerbare Energiengesetz mehr und mehr und mehr und mehr in Richtung Energiepflanzen ausgedehnt. Mit den entsprechenden Subventionen, das würde ich jetzt nicht direkt Regulierung nennen. Das waren schlichte Subventionen für die Landwirtschaft, mal wieder eine neue. Und daraus ist dann dieser heutige Zustand entstanden, der ökologisch absolut katastrophal ist. Und gegen die Meinungen von Hermann Scheer und mir und ein paar anderen, die damals das Erneuerbare Energiengesetz geschmiedet haben. Also der Vorwurf ist nicht eine Überregulierung durch das EEG, sondern eine Fehlsubventionierung durch die Lobby. Ich habe jetzt noch zwei Fragen für jeden von Ihnen und dann würde ich auch gerne noch Publikumsfragen erlauben.
Herr Dierks, Sie lehnen ja Regulierung, wie Sie gesagt haben, nicht generell ab. Wie sollte Ihrer Meinung nach ein Wirtschaftssystem aussehen? Welche politischen Instrumente bräuchten wir, um die ökologischen, sozialen Krisen, vor denen wir stehen, in den Griff zu bekommen? Sie können Krisen nicht vermeiden, Herr Berg. Krisen gehören zum Wirtschaftswachstum dazu. Mal geht's aufwärts, mal geht's abwärts. Was wir vermeiden können, sind diese exorbitant hohen Ausschläge. Wenn Sie eine Krise komplett, ich sage mal, eliminieren wollten, dann wären die Kosten dafür so exorbitant hoch. Ich meine nicht eine ökonomische Krise. Ich meine jetzt die ökosozialen Krisen, Klimawandel, Artensterben, Ozeanversauerung, Vermüllung. Ich weiß, aber ich habe keine Ahnung. Nein, kleiner Scherz. Also, diese Krisen, sei es ökologisch generell, könnten wir in den Griff bekommen, wenn wir den Inputfaktoren, die wir verbrauchen, adäquate Preise zurechnen. So brutal, so technisch das klingen mag. Nur in dem Maße, in dem ich vermeintliche Allmendegüter habe, die ich hemmungslos verbrauchen oder verschmutzen kann, weil sie offensichtlich keinen Preis haben, führt das genau zu dem von ihm geschilderten Szenario. Wir sind in Europa vielleicht ein Hauch weiter als andere Volkswirtschaften, aber sollten uns nichts darauf einbilden. Auch wir stecken da noch in den Kinderschuhen. Okay. Also bei dem Rauf und Runter fällt mir ein Graf Bobbywitz ein. Nur das Leben ist wie eine Lawine. Mal geht's rauf und mal geht's runter. Ernst, was muss der Club of Rome besser machen, um seiner Botschaft mehr Gewicht zu verleihen? Was muss der Club of Rome besser machen? Ja. Anders Wiegmann und ich haben uns in erster Linie mal bemüht, eine richtige Verjüngung und sehr viel mehr Frauen in den Club zu kriegen. Und das ist auch schon richtig dargestellt worden. Das hat auch dazu geführt, dass wir aufhören mussten als Co-Präsidenten. Und jetzt bin ich natürlich sehr dafür, dass die neue Mannschaft oder Frauschaft das richtig gut macht. Das ist gar keine Frage. Aber das ist ja mehr eine äußerliche Geschichte. Inhaltlich finde ich, dass das von immerhin 40 Co-Autoren, darunter 35 Club of Rome-Mitgliedern, gemachte Buch Come On, wir sind dran, eine vernünftige Art der Formulierung der Aufgaben ist, vor denen die Weltcommunity heute steht. Zum Beispiel ein Kapitel über Finanzmarktregulierung. Und das ist überhaupt nicht radikal. Es ist aber richtig, dass zum Beispiel die Eigenkapitalprozentsätze angehoben werden müssen. Das lernen wir von Leuten wie Anat Admati und Martin, wie heißt er, Helwig in Bonn, Max-Markt-Direktor, weil die Spekulations- und Fluktuationsabhängigkeit vermindert werden muss. Das ist ein ganz normaler Stabilisierungsvorschlag. Und dann sind wir so weit gegangen, eine neue Aufklärung zu fordern, die wir für notwendig halten und für die wir als Club of Rome uns als Werbemaschine ansehen. Eine Aufklärung, die nicht mehr nur Rationalismus, Egoismus, Freiheit, Staatsverachtung, Kolonialismus und so weiter aus dem 18. Jahrhundert oder so übernimmt, sondern eine Überwindung von bestimmten Dogmatiken und stattdessen ein Hochhalten von Balance. Zum Beispiel eine Wiederherstellung der Balance zwischen öffentlichen Gütern und privaten Gütern oder zwischen Recht und Markt. Bei Adam Smith war es noch völlig klar, dass die geografische Reichweite des Marktes identisch war mit der geografischen Reichweite des Rechts. Und da war der Markt ungeheuer segensreich. Und heute ist der Markt global und das Recht ist national, also erpresst der Markt die Nationen, Gesetze zu machen, die dem Markt nützen, aber der Gesellschaft schaden. Das darf nicht sein. Da müssen wir wieder Balance herstellen. Und wir haben noch ein halbes Dutzend weiterer Balanceforderungen.
und dafür weltweit hörbarer Advokat zu sein, das scheint mir eine Aufgabe für den heutigen Club of Rome, denn die Grenzen des Wachstums, das ist jetzt so einigermaßen ausgelutscht und die Begrenzung hat ja gar nicht stattgefunden. Wunderbar.